Hallo ihr Lieben, ich zeige euch, wie ihr in 2 Minuten einen Apfelkuchen zubereiten könnt. Der ist wirklich super easy zu machen und schmeckt super lecker und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir brauchen dafür 160 Gramm Mehl, eine Packung Vanillezucker, 1 Kaffeelöffel Backpulver, 100 ml Öl, 120 ml Milch, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 2 geschnittene Äpfel und wer noch mag, geraspelte Mandeln. Jetzt werden erstmal alle Zutaten in eine Schüssel gegeben, außer die Äpfel und die Mandeln. Dann wird alles mit einem Schneebesen gut umgerührt, bis ungefähr nach einer Minute diese Konsistenz entsteht. Und dieser Teig wird jetzt in ein eingefettetes Backblech bzw. in so einen Glasbehälter umgefüllt. Nun kommen die ganzen geschnittenen Äpfel drauf, denn es wird ja schließlich ein Apfelkuchen. Ich mag das Ganze sehr mit geraspelten Mandeln, also dürfen die bei mir auch nicht fehlen und kommen einfach oben drauf. Der Kuchen wird jetzt im vorgeheizten Ofen gebacken und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Jetzt ist der Kuchen auch schon fertig gebacken und ich mische einen Esslöffel Puderzucker mit einem Kaffeelöffel Zimt und streue das auch nochmal da drauf. Dann ist der Kuchen auch schon fertig, jetzt kann er serviert und gegessen werden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!